Im Kopf des Trainers wird dir präsentiert von Das Prisma. Livestreamings, Film- und Musikproduktionen, Zoom-Coachings und Weltraumanzüge. www.das-prisma.de. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Im Kopf des Trainers mit Boris Notzon. Hallo Boris. Hallo Stefan, schön wieder da zu sein. Schön, dass du noch dabei bist, der zweite Teil mit dir, und wir knüpfen genau thematisch nahtlos da an, wo wir am Ende der ersten Folge aufgehört haben. Es gibt für manche Jobs in der Fußball-Bundesliga jetzt nicht so die klassische Ausbildung, wie zum Beispiel eben auch für den Sportdirektor. Das Amt hast du bekleidet beim 1. FC Kaiserslautern. Was war so in der Umstellung eben von der einen Jobsituation auf dann noch mehr Verantwortung auf den Sportdirektorposten so die größte Herausforderung für dich? Also ich bin ja damals vom 1. FC Köln nach 10 Jahren nach Kaiserslautern gewechselt und hatte mit Stefan Kunz einen Vorstandsvorsitzenden beim FCK, der mich da auch sehr gefördert hat, zusammen mit Markus Schupp, der mich eigentlich zum FCK auch geholt hat. Also ist der Kontakt über einen bekannten Scout dann eröffnet worden, und er hat sich dann bei mir gemeldet. Und dann habe ich Markus getroffen und ja, hatte dann mit Markus Schupp und Stefan Kunz, muss man sagen, schon zwei große Namen im Fußball als Vorgesetzte, wo ich natürlich sehr, sehr viel lernen konnte von beiden. Und habe dann auch sehr, sehr intensiv mit den Vorerfahrungen als Kaderplaner beim FC war ich ja, ne, da hatte ich ja auch schon Vorerfahrungen gesammelt, aber habe da dann insbesondere nochmal mehr Aufgaben bekommen. Schon in der Rolle als Chef-Scout, alles, was rund um das Thema sportliche Leitung angeht. Da ging es um Konzepte erarbeiten, Schnittstellen, Konzepte zwischen Nachwuchs- und Profi-Abteilung. Da ging es auch mal schon mal die ersten Verträge verhandeln mit Jugendspielern. Ne? So hat man mich dann Stück für Stück auch immer weiter lernen lassen. Ne? Also das ist ja ein Privileg, also das muss man auch einem dann zugestehen, weil es ja immer sensibler und vertraulicher und gerade wenn es dann um wirtschaftliche Themen geht, ein sehr sensibler Bereich im Fußball. Ja, und da durfte ich dann gut zuhören, habe, glaube ich, dann auch viel mitgenommen aus allen Erfahrungen und hatte dann ja beim FCK, nachdem Stefan Kunz den Verein verlassen hat, auch noch weitere Chefs. Also ich habe ja für Uwe Stöver gearbeitet, der heute in Kiel ist, habe dann für Martin Bader gearbeitet, der ja auch mit sehr, sehr viel Erfahrung und aus einer erfolgreichen Zeit auch mit Nürnberg und so weiter an Betzenberg gekommen ist, und habe weiter zugehört, habe weitergemacht, habe immer supportet da, wo es ging. Und dann gab es irgendwann die Situation, dass Uwe Stöver hat den Verein irgendwann vor Ende einer Saison, ich weiß das ja jetzt nicht genau, hat er verlassen, aus eigenen Beweggründen. Und dann hat der Verein eine Sportkommission, ein Team eingesetzt. Da war Matthias Abel, ehemaliger Spieler, aus dem Aufsichtsrat drin und noch weitere, und haben dann in diesem Gremium quasi kommissarisch die sportliche Leitung im Verein gestellt, bis dann ein neuer Sportchef gefunden werden würde. Und in dieser ganzen Zeit, das waren 2-3 Monate, bis dann Ende August, war wohl die Arbeit des Gremiums plus die Suche nach einem neuen Sportchef nicht so deckungsgleich. Also dass man irgendwie auf der Entscheidungsebene jemanden gefunden hätte, der passte und den man holen wollte. Also so hatte ich das damals empfunden. Und dann hat man mich gefragt, was ist mit dir? Ne? Stellst du dir deine Zukunft vor in der ersten Reihe? Traust du dir das zu? Und was denkst du dazu? Und dann hatte ich zu der gleichen Zeit dieselbe Möglichkeit für einen anderen Verein in der zweiten Liga, das zu tun, die mich genau in der Zeit erreicht haben und gesagt haben, wir wollen, dass du hier unser Sportdirektor wirst. Und dann habe ich aufgrund der Verbundenheit zum FCK, dass ich mich da sehr wohl gefühlt habe und dass ich auch gedacht habe, wenn ich jetzt diesen Schritt in die erste Reihe mache, dann mache ich das in einem Umfeld, wo ich die Leute kenne, wo ich die Journalisten kenne, wo ich die Gremien kenne, das Umfeld kenne und den Verein sehr verbunden bin, dann mache ich es hier. Ja, und dann bin ich halt Sportdirektor geworden und war dann beim FCK ab dem Zeitpunkt Sportdirektor und hatte dann ja dann die Zeit, ich glaube bis Winter, alleine. Und dann kam ja Martin Bader als Geschäftsführer Sport. Und dann habe ich unter Martin Bader als Geschäftsführer Sport gearbeitet, genauso wie nachher zuletzt auch unter Oliver Vogt. Und ja, so war dann mein Werdegang in die Rolle. Ich glaube, so in der Rückschau
kann man sich, wenn man in jungen Jahren Sportdirektor in einem Traditionsverein wird, der zerstritten ist und wirtschaftliche Probleme hat, vielleicht ein easieres Entree vorstellen, so in so eine Funktion, in so eine Rolle. Aber ich habe auch super viel gelernt, ne? Also mit dem ganzen Umfeldthemen, mit dem medialen Themen, mit was bedeutet der Betzenberg, ne? Und dann eben den Problemen, die es eben auch gab, habe ich natürlich super viel auch gelernt, ne? Und viel mitgenommen. Und ich glaube, wenn ich jetzt so zurückschaue, würde ich schon sagen, also das hast du geschafft. Da würde ich jetzt vor anderen Aufgaben, glaube ich, schon Respekt vor der Aufgabe, aber nicht Respekt irgendwie vor Druck oder so haben, weil das war schon maximaler Druck hier. Viel gelernt, wenn du das sagst. Kannst du ein Detail rauspicken? Was war so das wichtigste Learning? Gibt's da tatsächlich was? Ja, also auf jeden Fall das Verhandeln zum Beispiel von Spielerverträgen, von Arbeitsverträgen. Ja, also da kann man, ich sag mal, strategisch verschiedene Ansätze wählen. Also man kann jetzt zum Beispiel dem Berater ein Angebot schicken und sagen, das sind unsere Zahlen und so musst du es nehmen oder es geht nicht. Man kann es aber auch geschickter machen, ne, und sagen, ja, wie sieht's denn aus? Was hast du denn für Vorstellungen? Und lass uns doch mal Stück für Stück annähern. Dann gibt's in der Ausgestaltung der Verträge, wann vielleicht jemand Gehaltssteigerungen hat, Prämienregelungen. Da gibt's dann auch viele Details, ne, die man so verhandeln kann. Und ich glaube, dass es da über Erfahrung, also ich habe jetzt mit Sicherheit 200 Spielertransfers, 250 wahrscheinlich in den ganzen Jahren sehr intensiv begleitet. Das war ja auch nicht nur zugangsseitig. Also ich habe ja auch mit Freiburg den Transfer von Robin Koch verhandelt für 4 Millionen Euro nach Freiburg, den von Julian Pollersbeck zum HSV, Jens Todt damals noch beim HSV, meine ich. Also das geht ja auch in die andere Richtung, ne? Also Erfahrung sammeln, wie kriegt man den besten Preis für einen Spieler, den man eigentlich behalten will. Ne, das war nachher auch mit Heidenheim der Fall mit Christian Kühlwetter und Florian Pick. So dass das alles Erfahrungen sind, die so Stück für Stück dann eben auch die Herangehensweise an so Transferthemen ja, verbessern lassen, sich entwickeln lassen. Und ja, dann weiß man schon, wie es läuft. Und insbesondere, wenn man die Berater seit vielen Jahren kennt, dann weiß man auch, wer kommt mit welchem Thema, ne? So, und da kann man sich dann ganz gut drauf vorbereiten. Also auch über die menschliche Ebene. Kommst du dann im Endeffekt vielleicht an den besten Preis für deinen Verein? Ist das der Schlüssel zum Erfolg? Du meinst jetzt in Bezug auf einen Spielerverkauf? Ja, genau. Ja, natürlich. Also du musst halt auch irgendwo ein Stück weit das Spiel mitspielen, ne, und sagen, nee, den verkaufen wir nicht. Da könnt ihr euch auf den Kopf stellen und könnt mich noch 10-mal anrufen. Wir planen mit dem sportlich. Auch wenn man eigentlich weiß, dass der sportliche Werdegang des Spielers in so eine Konstellation nicht verhinderbar ist, weil A, der Spieler das möchte, weil der Berater Druck macht, weil die Eltern des Spielers sich das wünschen, dass er dann in der Bundesliga spielt und weil es halt auch in Krisenzeiten, in der wirtschaftlichen Situation für einen Verein unerlässlich ist, diese Transfererlöse zu generieren. Trotzdem muss man eine Position einnehmen. Ist halt eben so in dem Geschäft auch Pokerface und mal sagen, nee, das könnt ihr euch auf den Kopf stellen. Und es gab ja auch Fälle, wo es dann tatsächlich so war. Aber oft ist es so, das habe ich selber auch gemerkt, wenn ich dann einen Spieler transferiert habe. Also wir haben mal Sebastian Andersson verpflichtet, einen schwedischen Stürmer, der dann nachher auch ganz erfolgreich bei Union und beim FC in Köln, zumindest an der ersten Zeit war. Das läuft dann auch andersrum. Und wenn man da halt sehr lange, sehr viel Erfahrung hat, weiß man eigentlich schon, worauf es hinausläuft, ohne dass es einer ausspricht. Sondern man könnte auch einfach sagen, ruf in 2 Wochen an, dann haben wir die Ersatzlösung gefunden, dann brauchen wir noch 25% mehr Ablöse und dann funktioniert das. Das sagt nur keiner. Und ja, so ungefähr würde ich es beschreiben. Ja, zumal dann die Fans ja auch genau wissen, wenn Verein A genau sagt, nee, Spieler B ist unverkäuflich, dann ist das mutmaßlich Taktik, um den Preis in die Höhe zu schnellen. Also, ja, also da kann man ja einfach nur mal googeln, wie oft irgendwelche Funktionäre, wenn ich jetzt mal so einen ganz prominenten Fall nehme, Robert Lewandowski, wo die Bayern ja auch berechtigterweise sehr lange gesagt haben, den geben wir nicht ab. Ne? Der hat noch ein Jahr Vertrag, der wird dann verlängert, der Vertrag, oder er verabschiedet sich dann ablösefrei.
Ja, und am Ende ist er gewechselt für eine sehr hohe Summe. Und ich glaube, dass das allen Beteiligten irgendwann klar war, auch wenn man nach außen natürlich anders agiert. Wenn ich als Amateurtrainer jetzt vielleicht besser verhandeln will, du standst ja sehr oft in hunderten von Fällen auf der anderen Seite. Wie kann ich dann mich als Trainer vielleicht am besten verkaufen und die besten Verhandlungen für mich dann irgendwie rausholen mit dem besten Ergebnis? Ja, also ist natürlich jetzt mit der Definition Amateurtrainer, also wie weit geht das runter? Ne? Also natürlich haben Trainer die Möglichkeit, wenn sie, das ist wie bei Spielern, einen bestehenden Vertrag mit einem Verein haben oder andere Vereine Interesse haben, die Position auszunutzen. Dann ist natürlich auch ganz klar für mich, dass das Auftreten oder die Gespräche des Trainers in so einem Gespräch Lust auf mehr machen müssen, also Lust auf den Menschen, Lust auf den Trainer, was dann den Verein mit Sicherheit auch dazu bewegen wird, zu sagen, wenn du jetzt den Amateurbereich ansprichst, ne, und es geht dann halt nochmal, weiß ich nicht, um 200 Euro Fahrtkosten im Monat, wenn die überzeugt sind und der hat sich professionell präsentiert und ein gutes Konzept vorgelegt und als Mensch ist ein gutes erstes Gefühl da, dann ist die Bereitschaft natürlich größer, ne, da auch nochmal eine Lösung zu suchen, dass es wirtschaftlich passt. Ja, also das ist wahrscheinlich im Amateurbereich nicht viel anders als im Profibereich. Und der größte Fehler, den man machen kann als Trainer, wenn man in solche Verhandlungen geht mit einem neuen Verein oder vielleicht mit einem bestehenden, Vertragsverlängerung etc.? Ich würde jetzt gar nicht so direkt von Fehler sprechen, aber ich glaube, das Verständnis der Rolle des Trainers in so Gesprächen, also wofür bin ich eigentlich verantwortlich und was ist eigentlich mein Kompetenzbereich? Das ist was, wo Trainer mit Sicherheit schon mal den ein oder anderen Club in so Gesprächen zumindest ein paar Fragezeichen im Kopf setzen. Ne? Also wer ist verantwortlich für Kaderplanung? Wer ist verantwortlich für Besetzung des Trainerteams? Ne? Welche Rolle hat ein Trainer? Und da gibt's mit Sicherheit auch Konstellationen und Gespräche, wo es nachher nicht zusammenpasst, weil der Verein mit seiner sportlichen Leitung für sich ganz klar sagt, das ist unser Kompetenzbereich, denn wenn wir nicht mehr zusammenarbeiten, sitzen wir hier und wollen mit dieser Struktur, mit diesem Kader, mit dieser Mannschaft arbeiten und mit dem Personal. Und ich glaube, dass das so aus der Erfahrung zum Beispiel ein Fall ist, wo ich das sehr befürworten würde, wenn Verein und Trainer es schaffen, am Anfang so eine Art Playbook auch zu vereinbaren. Also zu sagen, wer sagt was zu was? Was ist dein und mein Kompetenzbereich? Wo haben wir vielleicht gegenseitig mal ein Vetorecht? So wie der Verein am Ende die Kompetenz haben muss und es auch eben rechtfertigen muss, welche Kaderplanung, welche Transfers getätigt werden, weil es sind meist Verträge, die länger laufen als der Arbeitsvertrag des Trainers. So ist es auch vollkommen klar, dass alles, was rund um die Mannschaft am Spieltag, beim Training, spielt der Trainer 4-4-2 oder Dreierkette, spielt einer links, rechts oder wechselt der dreimal zur Halbzeit oder nicht. Das ist alles der Kompetenzbereich des Trainers. Und schön ist, glaube ich, immer, wenn man so sich gegenseitig unterstützt und abgleicht. Ne? Also ich würde gerne mal deine Meinung dazu hören. Und finde es auch gut, wenn der sportliche Leiter den Trainer immer wieder auch mal mitnimmt auf die Reise zu Transfergedanken, ihn aber auch nicht jede Woche mit in Meeting holt und Kaderplanung und so weiter, sondern der soll sich auf die Mannschaft konzentrieren, auf das Tagesgeschäft. Und irgendwann, wenn es soweit ist, dann gibt es eine Info, wir haben jetzt Folgendes vor, ist so gut wie verhandelt, wir haben was zusammengestellt. Ich hatte es dir ja schon mal irgendwann gesagt, ne? Wollen wir das machen? Ich würde es tun. So, und das so ist eigentlich der Ablauf. Und wenn der Verein jetzt von dir als Trainer wissen will, als zukünftigen Trainer, wie viel möchtest du dann haben, wenn man sich inhaltlich vielleicht geeinigt hat und dann geht's dann um die Aufwandsentschädigung im Amateurbereich oder im Profibereich dann, wenn man alleine verhandelt, um die nackten Fakten. Wie schaffe ich es, wenn der Verein von mir wissen will, Trainer, wie viel willst du haben, da nichts zu sagen, weil ich im Zweifel damit ja sehr falsch liegen kann. Mhm. Also im Grunde ist es ja so, deswegen haben sich ja auch Berater etabliert, sowohl bei Spielern als auch bei Trainern im Profibereich, dass es immer ganz gut ist, wenn jemand für dich spricht. Also nicht, dass du selbst verhandelst, weil das schon so ein, wie soll ich sagen, etwas komisches, atmosphärisches Gespräch ist, wenn man sich um wirtschaftliche Dinge unterhält und vielleicht nicht die gleiche Meinung hat, man aber in Zukunft zusammenarbeiten soll. Also so würde das ja dann schon losgehen. Und deswegen
hat sich das und finde das auch sinnvoll, also was die Rollen angeht, etabliert, dass halt ein anderer Mensch für denjenigen das verhandelt und bespricht, so dass man dann zu einem neutralen, eine neutrale Person dazwischen hat, wo dann eben ein Ergebnis steht und man dann, glaube ich, auch atmosphärisch ganz entspannt einfach in die Zusammenarbeit startet. So im Amateurbereich, da ist es natürlich, glaube ich, sehr individuell. Also es gibt ja auch im Amateurbereich Vereine, von denen man weiß, wenn man sieht, was die für Spieler sich leisten für eine Liga, also irgendein Verbandsligist, der unheimlich viel Geld investiert und sich 2, 3 Regionalligaspieler holt, weil die aufsteigen wollen, dann weiß ich natürlich als Trainer, wenn ich mich im Vorfeld so ein bisschen informiere, und mal so durch vielleicht das Netzwerk, was man hat in dem regionalen Bereich, ja, was machen die denn so wirtschaftlich mit Trainern? Und auch die Trainer, die in so einem Regionalgebiet arbeiten, die kennen sich ja auch untereinander. Also das ist ja jetzt kein Trainermarkt im Amateurfußball, der deutschlandweit funktioniert, sondern das ist meistens regional. Also jemand, der den einen Oberligist in der Region Norden trainiert hat, der wird wahrscheinlich den nächsten Verbandsligisten in der Region Norden trainieren und nicht in Bayern. Und ich glaube, dass da auch viel so über Netzwerk und vorher sich mal so informieren funktioniert. Am Ende aber, und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig auch für alles, in dem Bereich, wo man im semi-professionellen Fußball das vielleicht sogar gar nicht hauptamtlich macht, da steckt so viel Passion, Leidenschaft, eigenes Wirken auf dem Platz, einfach Spaß an der Sache im Vordergrund, so dass diese, sag mal, strategischen Kniffe, wie kann ich jetzt noch 200 Euro mehr verdienen als Trainer im semi-professionellen Fußball in der Oberliga, also die sollten aus meiner Sicht nicht so eine große Rolle einnehmen, ne? Weil entweder man macht das aus Überzeugung, aus Leidenschaft und man hat eben auch ein Commitment mit dem Verein, dass das in einem Bereich ist, wo das auf dem Niveau vertretbar ist und da jetzt, zumindest ist mir das nicht so geläufig, dass da halt so sehr, sehr stark um wirtschaftliche Dinge verhandelt wird. Jetzt haben wir sehr viel von dir erfahren über verschiedene Sichtweisen auf den Trainer, Zusammenarbeit mit Trainern etc. Und jetzt kommen wir zum Schwerpunkt des Interviews, denn es ist sehr spannend, was du und deine Kollegen im letzten Jahr, wahrscheinlich mehr als ein Jahr war es, so lange gedauert hat. Ihr habt das entwickelt. Das Ganze heißt Coach Insight und ist ein Stück weit schon eine Revolution. Was genau hast du kürzlich auf den Markt gebracht, Boris? Also da kann ich, glaube ich, auch die Überleitung aus dem Tagesgeschäft des Sportdirektors ganz gut übernehmen, denn ich war ja auch so klar ist das auch, trotz aller Widrigkeiten beim FCK mit wirtschaftlichen Problemen und so weiter, war ich jetzt ja auch nicht nur mit Erfolg verwöhnt in der Zeit. Also es war eine schwierige Zeit. Und nachdem ich dann aus der Position ausgeschieden bin, habe ich mich natürlich auch selbst reflektiert. Ne? Also was hast du gut gemacht? Was hättest du besser moderieren können? Ne? Was wäre so das gewesen? Und ein Punkt, der mir schon während der ganzen Tätigkeit als Chefscout und auch als Sportdirektor im Profifußball aufgefallen ist, wie bereite ich eigentlich Trainerentscheidungen vor? Also wie wähle ich eigentlich meinen Trainer aus? Wie mache ich das? Und das habe ich reflektiert und habe am Ende nicht die Auswahl der Trainer in meinem Wirken kritisiert oder hinterfragt, sondern den Prozess. Also wie bin ich denn auf denjenigen gekommen und was habe ich denen gefragt, als wir uns kennengelernt haben und wie viel wusste ich über den? Und da habe ich dann viele Gespräche geführt, auch mit ganz vielen Managern in der Bundesliga, die ich seit vielen Jahren kenne, habe die besucht, habe mich mit denen ausgetauscht. Und am Ende ist es, stand jetzt im Profifußball weltweit tatsächlich so, dass die Vereine unheimlich viel Ressourcen aufwenden für das Abklopfen der besten Entscheidungen beim Spielertransfer. Also Datenanalyse, Videoanalyse, Live-Scouts, Netzwerke nutzen, KPIs, physische Daten, also ganz, 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 ganz viel dort einbringen. Und beim Trainer ist es meist so, dass im Krisenfall irgendwann jemand fragt, der Investor, Multiclub-Ownership, der Präsident, der Geschäftsführer oder der sportliche Leiter sich selber, ja, was ist denn, wenn wir jetzt noch 3 Spiele verlieren? Was machen wir dann? Und dann geht's halt los. Ja, okay, transfermarkt.de, wer ist denn verfügbar? Wer könnte denn zu uns passen? Wer würde es denn eventuell machen? Und wer passt vielleicht von seiner Identität zu uns? Das führt zu einer Shortliste von 4, 5 Namen, die trifft man und trifft dann aufgrund eines
zwei Gespräche, meistens in einer sehr kurzen Zeitframe eine Entscheidung. Und das war für mich unlogisch, weil das ist der Konzertmeister und die Spieler sind halt die Streicher und die Geiger. Ich verwende aber sehr, sehr viel Ressourcen und Zeit für die Auswahl der ganzen Teilnehmer im Konzert, aber für den Chef, für den Dirigenten, wende ich eigentlich gar keine Zeit und wenig Ressourcen auf. Also eigentlich müsste ich ja der Logikfolger sagen, ich mache ein Trainerscouting und das mache ich das ganze Jahr. Und da gucke ich mir interessante Trainer an für die U17, für die U19, für die zweite Mannschaft und für den Profibereich. Und wenn ich irgendwann einen neuen Torwarttrainer brauche, muss ich auch vorbereitet sein. Ne? Wen gibt's denn auf dem Markt und wer ist gut? Und mit diesen ganzen Gedanken startend, habe ich dann angefangen, Sachen aufzuschreiben, Leute anzurufen. Gibt ja auf dem Markt Dienstleister, die technische Lösungen bauen, die Daten zuliefern. Wir kriegen von der STS, von der Sportstack Solutions, kriegen wir die Laufleistungswerte. Und dann haben wir eine Trainerdatenbank aufgebaut, die Trainer in ihrer Karriere, in ihrer Spielidee, in ihrem Spielweise aufgrund von Datenanalysen, in ihrem Vergleich zu anderen Trainern in der Liga misst und beschreibt. Also wir beschreiben Trainer in einer Datenbank, für was stehen die? Für welche Art von Fußball? Was ist ihnen wichtig? Wir hören gut zu, wenn die über Fußball reden. Dann gibt es sowas bei uns wie Coach-ID. Also da sagen wir halt, das ist die Identität des Trainers. Und du kennst es ja auch noch wahrscheinlich, Stefan, aus deiner Zeit mit Begleitung von Pressekonferenzen. Irgendwann, wenn ein neuer Trainer vorgestellt wird, kommt die Frage, ja, Herr Schmidt, Schulz, und für welche Art von Fußball stehen Sie denn jetzt hier? Was wollen Sie machen? In Berlin, in Schalke, in München und in Stuttgart. Und dann kommt halt der Trainer in seiner Identität zum Tragen. Der sagt, für mich ist wichtig, dass wir aktiv sind, dass wir vorwärts verteidigen. Ich will Pressing spielen. Oder mir ist erstmal wichtig, dass wir die defensive Struktur haben. Ich brauche Kompaktheit. Wir müssen aus einem 4-4-2, aus der engen Raumaufteilung müssen wir ins Umschaltspiel kommen. Oder mir ist wichtig Dominanz. Ich will Ballbesitz. Ne? Wir legen uns den Gegner zurecht und. Und überall da, wo Trainer so Aussagen über ihren Fußball treffen, hören wir zu. Und schreiben das in eine Datenbank. Und die Datenbank ist mittlerweile sehr, sehr groß. Wir haben auch schon viele Nutzer in der Datenbank. Und ja, ist jetzt der erste Versuch. Der ist sich ständig weiterentwickeln, weil kannst du dir vorstellen, dass ich mit so vielen Leuten aus Vereinen, aus dem Top-Niveau in Deutschland, international mit Vereinen, mit dem Deutschen Fußballbund, mit den Protagonisten, mich jetzt regelmäßig schon ausgetauscht habe zu dem Thema Trainer-Scouting und Trainer-Performance. Und dass sich halt das immer weiterentwickelt. Aber ich glaube, wir haben schon was Cooles an den Start gebracht, was es so bisher halt nicht gab. Und habe auch gute Resonanz dazu. Und ja, ist eigentlich entstanden mit einer Excel-Liste als Hilfe mal, wenn ich dann wieder als Sportdirektor arbeite, damit ich meinen Prozess verbessere. Und am Ende ist halt jetzt mit vielen Playern aus dem Markt im Bereich Daten, Videoanalyse, Stammdaten, Karrieredaten eines Trainers halt eine Datenbank entstanden und ja, das geht jetzt weiter. Wenn ich also zum Beispiel ein klassischer Ballbesitztrainer bin, ich möchte 4000 Ballkontakte pro Sekunde haben, was sagen deine Daten dann darüber aus, damit der die Daten liest, merkt, aha, der Schäuble, wenn ich Ballbesitz haben will, dann muss ich den als Trainer holen. Ja, also der kausale Zusammenhang ist folgender. Du bist jetzt Sportchef in einem Verein und dann überlegst du dir, okay, was ist eigentlich mein Plan? Was will ich eigentlich? Ne? Wie will ich denn hier in diesem Verein Fußball spielen? Das heißt, wie ist meine Rolle meiner Mannschaft im Wettbewerb? Wenn du jetzt mit Greuther Fürth in der Bundesliga spielst, hast du eine andere Aufgabe als mit dem HSV in der zweiten Liga. Und dann überlegst du, was brauche ich denn für mein Spiel? Also wie wollen wir hier Fußball spielen? In welcher Art und Weise? Und mit dem startend wirst du dir das beantworten und sagen, okay, was brauche ich denn dann, um so zu spielen? Was brauche ich denn für eine Art von Trainer? Und dann wirst du sagen, okay, wenn ich das identifiziert habe, weiß ich, was brauche ich für Spieler? Das ist vielleicht nicht immer die gleiche Reihenfolge. Vielleicht hast du schon Spieler und suchst einen Trainer, der zu den Spielern passt. Oder du bist gerade abgestiegen und hast halt andere Voraussetzungen. Aber die Grundidee oder der Grundgedanke sollte es der sein, und da gibt es ja auch sehr, sehr viele sportwissenschaftliche Untersuchungen zu, wenig Veränderungen im Kader und wenig Veränderungen auf der Cheftrainerposition führen nachweislich zu mehr Erfolg. Also gibt es sehr, sehr viele Studien. Desto weniger du veränderst und Konstanz und Vertrauen und Ruhe und so weiter in einer Organisation hast, Heidenheim, Freiburg, Union Berlin,
desto länger das konstant mit denselben handelnden Personen funktioniert, desto größer ist dein Erfolg. So, und du kannst halt in der Datenbank sagen, ich will dominanten Fußball, ich will Ballbesitzfußball. Und dann haben wir vom Trainer Stefan Schäuble jedes Spiel in seiner Karriere, das können bis zu 1000 Spiele sein, analysiert. Und in jedem Spiel, wo du mit deiner Mannschaft mehr als 58% Ballbesitz hattest, läuft das auf deine Ballbesitz-Skala-Uhr. Das sammeln wir für dich. Und das bringen wir ins Verhältnis. Und dann wissen wir, in wie vielen Spielen war ein sehr hoher Ballbesitz bei dir ausgeprägt. Wenn ich das dann 1000 Mal gemacht habe und du hast nie mehr als 58% Ballbesitz gehabt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr klein, dass du im Gespräch sitzt und sagst, ich bin totaler Ballbesitzverfechter. Und das ist halt die Idee dahinter. Ja, damit könnt ihr Trainer auch schön entlarven, gell? Wenn die genau das in der Verhandlung behaupten, ja, ich will immer nur Ballbesitz. Ja, also und dann siehst du einen Wert von, keine Ahnung, ist das dann ein Prozentwert oder ist das ein Index, der zwischen 0 und 1 ist? Oder wie sieht da die Zahl aus? Ist ein Prozentwert. Also wir sammeln 4 Spielweisen. Das eine ist Ballbesitz, das andere ist Umschaltspiel, das dritte ist Pressing und das vierte ist Mix, nennen wir das. Und immer wenn keins der ersten 3 Spielstilweisen, wenn keine von denen besonders ausgeprägt ist, heißt das, die kommen alle vor, aber nicht in einer hohen Ausprägung. Deswegen landen sie in Mix. Und dann weißt du halt, dass ein Trainer während eines Spiels, Julian Nagelsmann, sehr, sehr viel Ballbesitz haben kann. Der kann aber auch zeitgleich in dem Spiel einen sehr hohen Pressingwert haben. Und dann können halt die Werte gleich ausschlagen. Es gibt auch Trainer, die müssen ihre Spielweise der Aufgabe natürlich verändert anpassen. Nur wenn du dir zum Beispiel Dirk Schuster beim FCK anguckst in seiner Karriere, von seiner Arbeit jetzt beim FCK oder in Darmstadt, da war es immer die erste Prämisse, nicht ich muss mehr Ballbesitz haben, sondern ich muss aus seiner Sicht erfolgreich Fußball spielen. Wie mache ich das? Ich will erstmal eine gute Defensivstruktur, will erstmal mein eigenes Tor gut verteidigen, wenig zulassen, was auch die Folge dann zu viel Umschaltaktionen hat. Das Gleiche macht ja Urs Fischer. Und wenn du einen Christian Titz als Trainer nimmst, der mit Magdeburg in der dritten Liga Positionsspiel, Ballbesitz, ne, den Gegner laufen lassen, der will spieltechnisch anspruchsvollen Fußball sehen, das macht er mit Magdeburg auch eine Liga höher. Und so gibt's bei Trainern doch schon sehr, sehr häufig klare Muster. Was sind deren Spielprinzipien? Was ist deren Spielauffassung? Und die kann auch gleich sein, auch wenn sich die Liga ändert. Und um das einfach mal zusammenzufassen und zu beschreiben, wir machen das ja auch für Onur Sinel, den U17-Trainer von Schalke 04. Um das erstmal für den deutschen Fußball, damit haben wir ja jetzt angefangen, zusammenzufassen alles, haben wir halt angefangen, die Daten und Analysen zu schreiben. Im Kopf des Trainers wurde dir präsentiert von Das Prisma. Livestreamings, Film- und Musikproduktionen, Zoom-Coachings und Weltraumanzüge. www.das-prisma.de